Ganz kurz erkläre ich euch jetzt meine Montage, die ich ganz gern, so wie jetzt, da neben dieser Inselfisch. Da liegt eben viel Totholz rundherum, alte Wurzeln sind am Boden drinnen, Steine, alles Mögliche. Und warum ich diese Montage verwende? Als erstes ist einmal ausschlaggebend die Bleigröße. Einen Hockeffekt, einen richtig guten, erzielt man erst ab 80, 85 Gramm, je nach Distanz dann auch wieder. Ne? Muss ich ja das Blei zum Liegen bringen. Somit mit 85 Gramm auf 200 Meter Distanz jetzt oder 150 Meter Distanz fischen, macht fast keinen Sinn, sage ich einmal, weil du kommst mit deinem Swinger, mit deinem Hänger, das was du erinnern hast, nicht wirklich auf Spannung unter Anführungszeichen. Das größere Blei, ich sage jetzt so ab 130, 140 Gramm, liegt mir richtig gut am Grund. Die Montage ist super präsentiert, der Hakeffekt ist aggressiver, sage ich jetzt einmal, durch das Gewicht vom Blei. Und auf die Distanz dann wieder zurück zum Rodbot kann ich eben meine Schnur super spannen mit meinem Hänger, mit meinem Swinger, allem drumherum und verziehe die Montage dabei nicht. So, ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Wie gesagt, wir verwenden in den meisten Fällen eine 60er Schlagschnur, eine Monophile meistens, außer man fischt jetzt wirklich ganz hart im Kraut oder in oder zu Seerosen hin, wo man den Sägeeffekt dann eben braucht durch die geflochtene Schnur. Wir haben da jetzt aber nur Holz und Steine, somit ist für uns die Wahl auf monophile Schlagschnur, also Vorschaltmeter, gegeben, weil wir eben sagen, durch die Mono, die sägt sich nicht in Äste ein, die legt sich genau um den Ast herum und scheuert somit nicht so schnell ein, sägt nicht ein, so wie ein Geflecht. Bei Steine etc. habe ich eben einmal kurz drüber gerieben, ist es noch ziemlich okay. Mit einem Geflecht reicht oft ein ganz kleiner Schnitt und ist ab. Das glaubt man nicht, da denkt man oft wirklich, ja, ist ja viel besser und hin und her. Ist nur bei Gras, also die geflochtene ist nur bei Gras, wo ich diesen Sägeeffekt brauche, wenn der Fisch jetzt immer wieder ein bisschen zieht, dass man das absägt. Dann hat man den Vorteil. So, ich habe dann eben meine Schlagschnur jetzt von der Angel her, da verwende ich so ungefähr 20 bis 30 Meter, wenn ich mit dem Boot auslege, eben um den Fisch auf längere Distanz sicher zu halten, sage ich jetzt, ne, vor Hindernissen oder auch wenn er durch Hindernisse durchschwimmt, habe ich die Gegebenheit immer und die Sicherheit von der starken Schnur, dass ich den Fisch vielleicht noch irgendwie ausfädeln mag oder irgendwas und nicht auf der Hauptschnur, dann bin ich natürlich um eine Hausecke dünner ist, aber da verwenden wir auch so 0,35 bis 0,40 mm, ist auch noch eine Sicherheit gegeben, aber ich habe den Fisch immer sicher auf der Leine dann in Wahrheit. Ne? Dann geht man ganz normal her. Ich verwende eben den Safety Clip jetzt bei der Stelle, wo ich da angel. Einen Rubber Tail drauf. Dann einen Lead Clip drauf. Und dann verwende ich ganz gern diese Quick Change Wirbeln. Weil ich gern die Vorfächer schnell wechsle. Macht er jetzt ganz normal. Meine 7 bis 8 Mal reicht völlig mit der dicken Schnur. Einen ganz normalen Knoten. Geht auch wieder durch die Schlaufe, feucht das Ganze an, um die Hitze zu vermeiden, die sich bildet beim Knoten zusammenziehen. Beschädige die Schnur schon wieder und in Wahrheit auch die Tragfestigkeit des Knotens. Schön zusammenziehen. Das Ende lasse ich dann meistens einen guten Zentimeter ein. 1,5 cm über, weil das kann ich alles da mit reinschieben in den Lead Clip und habe noch eine gute Reserve, falls sich der Knoten nochmal irgendwo ein bisschen mehr zusammenzieht. Den stecke ich dann auch schön rein, den Wirbel, in den Lead Clip. Ganz ein wichtiges Thema. Viele sagen da, nicht so cool. Ich finde es nicht so blöd, genauso wie da drüben jetzt, wo man dann unsichtbare Hänger, sage ich einmal, hat, die jetzt für mich nicht wirklich sichtbar sind.
Wurzeln, die am Boden herausstehen oder irgendwas. Ganz, da reichen oft wirklich 2-3 Zentimeter, wo sie die Schnur herumlegt und dann hängt der dort. Du kriegst den dann auch oft nicht mehr weg. Ich mache dann oft als Sicherheit zum Fisch, ist das eigentlich nur, da beim Leadclip zwicke ich die Hälfte weg. Von der, ich sage jetzt mal, das, was das Blei da haltet. Dann haltet mir nämlich dieser Rubbertail nicht so gut, schon, beim Ablenken schon und alles, aber wenn der Fisch jetzt mit dem Blei dann irgendwo hängen bleibt und wirklich kraftvoll zieht, geht wenigstens das Blei raus und oft hänge ich mit dem Blei irgendwo. Ne? Wie gesagt, wir haben da jetzt alles fertig, eigentlich bis zum Wirbel, die Schlagschnur. Auf die Schlagschnur kommt vorher noch, das hätte ich fast vergessen zu sagen, ist ein cooles Tool, muss man nicht machen. Soweit wäre es jetzt einmal fertig, wenn man sagt, man macht alles ganz normal. Jetzt kommt die Spezialversion. Wenn man sagt, ich will jetzt aber Fisch die Schnur nicht so stark gespannt auf kurze Distanz, so wie wir da jetzt angeln, bis 70, 80 Meter, fische die Hauptschnur nicht so gespannt und ich will, dass dort am Futterplatz auf 2, 3, 4 Quadratmeter nicht die Schnur so vom Grund wegsteht, weil ich die Schnur so gespannt habe, sondern ich möchte, dass die wirklich am Gewässergrund liegt, haben wir uns da ganz einfach so Gummistopper genommen. Die ziehe ich jetzt ganz normal auf die Nadel auf. Die sind etwas größer als die ganz kleinen, die man oft vom Matchangeln als für Läuferposen kennt, diese Gummistopper. Also die findet man eher schon eben im gut sortierten Karpfenbereich oder aus dem Wallersektor. Mache ich mal zwei drauf auf meine Nadel und dann schiebe ich einmal einen auf die Schlagschnur. Erst drauf. Und dann nehme ich so eine kleine Olive mit ungefähr 15 bis 20 Gramm. Kann die ruhig haben. Mach die drauf. Und dann kommt die zweite Stopperperle. So. Das hat jetzt den Effekt, ich kann da jetzt von meinem Blei bis zu diesem Blei alles so einstellen, wie ich es möchte, dass es am Boden liegt, die Länge von dem Ganzen. Warum habe ich das jetzt zweimal gestoppt? In erster Linie habe ich es vorne gestoppt zum Blei, dass es nicht näher am Blei liegt, wie ich es eigentlich möchte. Das heißt, es verschiebt sich auch nicht. Und warum habe ich das zweite um? Das zweite dient dazu, wenn das am Boden liegt, zwischen zwei größere Steine, der Fisch läuft ab beim Biss, das Blei bleibt so lange dort liegen oder klemmt sich zwischen Steinen, bis der Schlagschnurknopf kommt. Dann nach 20, 30 Meter Schlagschnur kommt der Knopf, steckt dir da drinnen und dann hast du das Problem, dass du im Drill steckt das Blei auf dem Schlagschnurknopf und wenn du alleine im Boot bist in der Nacht oder wie auch immer, bekommst du dieses Blei nicht mehr herunter. Und deswegen haben wir ein zweites, um das wirklich gestoppt zu haben. Wir sind bis daher jetzt fertig, haben wie gesagt unser Blei, das was uns die Hauptschnur am Boden hält, unser kleines, unseren gestoppten Slider, sage ich jetzt einmal, ist ja im Wald dann kein Slider mehr, aber ist ein Backlit so quasi. Vorne unseren Rubbertail, unseren Leadclip, unser Blei. Ich verwende ganz gern, wie gesagt, diese Quick Change Swiver, weil ich meine Rigs meistens im Rigboard schon fertig habe. Und brauche die dann nur mehr mit dieser Schlaufe einfach einhängen. Zack. Dann haben wir so einen kleinen Anti-Dangle-Tube, den schiebe ich da als Sicherung drüber, dass das Vorfach nicht mehr rausgeht. Und somit ist da schon mal der Schutz von einer Verwirbelung und alles gegeben. Monofiles Vorfach, ungefähr,
ich sage jetzt einmal 20, 25 cm lang, auf ein D-Rig aufgebaut mit einem schönen 4er White Gape und einem Snowman. Ich finde das im Frühjahr perfekt und angel das ganz gern so.